So, was ist hier passiert? Bench und Carsten haben eine Prügelei begonnen. Bench beleidigte bösartig das Verantwortungsbewusstsein von Carsten. Das hat Carsten richtig wütend gemacht und er schlug zu. Aha, Bench hat also dumme Sprüche gerissen. Oh, warte. So, Bench hat also dumme Sprüche gerissen, bis Carsten zugeschlagen hat hier. Jefim und Bench brachten... Nachdem Jefim und Bench über Melonen sprachen. Okay. Okay. Okay, das war's schon wieder. Das ist eine kurze Prügelei. Mal gucken, wer gewonnen hat. Prellung, 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 Prellung. Linkes Auge, Schnittnarbe, Messer quälend. Okay. Also Bench hat aber kein Messer, ne? Blutverlust, Powerclaw, Bruch. Ich glaube, Carsten hat gewonnen. Ich denke mal, Carsten hat gewonnen, ja. Polarlicht. Können wir das nicht? Nee, können wir nicht. Na gut. So, das Krankenhaus ist soweit fertig. Noch ein bisschen viele Steine drin. So, die Operation Jefim, die müssen wir erstmal canceln, bis wir genug Medizin haben dafür. Und die werden wir hier oben anbauen, wenn das dann irgendwann fertig wird hier oben. Aber wenigstens ist schön sauber, einigermaßen. Naja, die Küche ist ein bisschen dreckig. Aber schon länger hatte keiner mehr eine Lebensmittelvergiftung. Das ist ein gutes Zeichen. Stellen die alle mal auf Bauen hier. Oh, Naomi läuft rum. Wann ist das passiert? Beziehungsweise momentan schläft sie gerade, aber theoretisch könnte sie rumlaufen. Also hier drin brauchen wir die Leichen ja eigentlich nicht, ne? Oh, Grenadierin Mel, Ex-Geliebte von Söldnerschütze Chi, kommt mit einer Karawane der Fraktion Auer von Roberon und handelt exotische Güter. Ja, Markus hat gute Laune. Können wir ihn mal hinschicken.
Wollen wir vielleicht ein bisschen was verkaufen hier. Niedrigen Gesundheit, na ist egal. Ihr wollt doch bestimmt eine Boomratte kaufen. So, Bauteile. Bohrarm. Bionische Hand. Können wir uns das leisten, ist die Frage. Wir können Gold verkaufen. Wir können uns das leisten, sehr gut. Medizin brauchen wir aber auch. Können wir sonst noch irgendwas verkaufen? Wir können Grizzlybär oder... Das wollen die alle nicht kaufen. Okay, dann müssen wir halt weniger Medizin kaufen. So 320. Dann haben wir das ganze Geld weg, aber dafür haben wir Bohrarme, bionische Hände. Wir können die Leute hier, wie sagt man, wir können denen Implantate verpassen. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Darum machen wir das. So, Markus, bevor du jetzt hier gleich wieder abhaust, nimm am besten gleich den Bohrarm mit und Bench, aktuell kein Träger. Ich nehme die bionische Hand. Nuno nimmt die Medizin. Da sind Bauteile, genau. Carsten kann die Bauteile nehmen. Naomi kann mal die Jade tragen. Sehr gut. So. Jetzt kann Jefim ein neues linkes Bein kriegen. So, Operation, Aufgabe hinzufügen. Beinprothese implantieren, linkes Bein. Ja, war das linke Bein. Okay, Powerarm hat er schon. Gut. Wer ist denn hier unser Minenspezialist? Senuno. Aber wenn wir Nuno einen Bohrarm geben, obwohl ihre Arme beide intakt sind, das wäre ein bisschen verschwenderisch. Nussi Bench, Jefim hat schon einen. Warte, mal gucken, wo hier wer einen kaputten Arm hat. Bei ihr ist alles kaputt. Linker Arm, Schussnarbe, schmerzende Schussnarbe, 9% Schmerz, 81% Effizienz. Carsten, linker Mittelzeh, linkes Bein, Prellung. Ja, Nussi, linkes Ohr, Kerstin, linke Lunge, linker Zeigezeh abgebissen, linke Lunge. Irgendwie braucht die Prothesen, die ich gekauft habe, eigentlich keiner gerade. Ich dachte, da wären auch Hände irgendwie zerstört, aber scheinbar nicht. Aber wären ja nicht schlecht, die bionischen Prothesen. Also lassen wir die liegen, bis wir die brauchen. So, jetzt ist er drin. Kann Nuno ihn jetzt operieren? Was fehlt denn hier? Wie viel Medizin brauchst du dafür? Verstehe ich alles nicht.
Ja, wir müssen hier die Wände auch mal ausbessern, ne? Sowas. Kaufe Medizin von Händlern, ja, würde ich ja. So, kannst du das jetzt? Kein Material. Wie viel Medizin brauchen wir? Weißt du was? Es dauert mir echt zu lange hier mit den. Machen wir hier mal Marmorfußboden rein. Der größte von den Räumen. Aha, können wir nicht. Weil das hier alles schon in Auftrag gegeben ist. Naja. Linker Arm. Okay, Operation. Bohrarm implantieren, linker Arm. So. Und das machen wir mal beides auf jetzt nicht. Und sobald wir dann Medizin haben hier. Das sieht doch schon mal nach Essen aus jetzt. So. Königliche Beförderung, mal gucken wir gleich mal. Erstmal müssen wir hier irgendwo Gräber noch hin tun. Hier zum Beispiel. Okay. So, du hast eine weitere Chance für den königlichen Aufstieg behalten. Freies Schlafgemach. Annehmen, Überfahrt von hier weg. Du wirst in die Sterne geschickt. Meine Güte, brechen die alle zusammen hier.
Könnte mal wieder jemand sauber machen hier, wa? Gut. Ja, wieder verschmutzter Kochbereich hier. Wir müssen mal gucken, wo die Heimatzone ist hier. Also da brauchen wir zumindest schon mal nicht sauber machen hier. Hier auch nicht. Also hier müssten wir schon darauf achten, dass wenn was brennt, dass wir dann löschen. Weil hier ist so ein bisschen hängt die Stromversorgung dran. Aber hier brauchen wir auf keinen Fall sauber machen. So. Wenn die nämlich hier hinten fegen, während die Basis dreckig ist, das ist nicht so gut. So. Titanische Konstruktion. So. So, ah, siehst du. Wird wieder schön alles gefegt, sehr gut. Heiko löst Falle aus. Warum löse ich die Falle aus? Ah je. Quetschung, Herz. Quetschung am Herz. Stich am linken Arm. Okay. Wo laufe ich hin? Lass dich zu verdammt nochmal behandeln hier. So, Wildtiere.
neuer Rekrut Hi. Was konnte Hi nochmal? Den haben wir auch für irgendwas eingestellt. Für was war das noch? Kochen. Das war einer der Köche, genau. Kann er und Naomi können mal kochen. Die können eh kaum was anderes. So, sehr gut. Hat hier ein Schlafzimmer? Ja, hat er. Gut. Wir haben leider kein freies mehr. Das heißt, wenn der nächste... Oh, fuck. Schutzrüstung. Sehr gut. Forschungsmenü. Sterile Materialien sieht nach einer guten Idee aus. Achso, okay, das ist... Carsten ist verwirrt! Lässt er einfach hier frisch das Dings... Ich konsumiere, so weit kommt's noch. Tragen. Gerade den schönen Steinbock geschossen und schon ist er verwirrt. Wie ungünstig. So, jetzt bräuchten wir mal so einen Tisch, mit dem wir diese Schutzrüstung bauen können, zum Beispiel. Oder auch nur eine Plattenrüstung, aber wir haben momentan leider nicht so scheußig viel Platz hier. Was ist mit Naomi jetzt schon wieder los? Kaum hat man ihr einen Job gegeben. Einengende Kleidung. Ja, warum trägst du dann Kleidung? Verlangt doch keiner von dir. Ich dachte, Kerstin. Uriel. Oh nein, nicht Uriel. Shit, ist jemand in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Kacke. Scheiße. Scheiße. Mist. Ja, sehr gut. Siehst du, geht doch. Tio. Frühling. Nunu löst. Meine Güte, warum lösen alle Fallen aus? Das ist doch. Ist doch hier nicht mehr. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Nunu verletzt ist hier. Quetschung, Stich, tot in 13 Stunden. Um Himmels Willen.
kann mal sich einer drum kümmern, dass hier Kerstin zum Beispiel. Sehr gut. Mann, Mann, Mann! Feuer in der Falle. Ach so, das ist wieder. Hat also funktioniert, wie es soll. Sehr schön. Wo können wir denn jetzt mal? Ach so, das ist Carsten. Carsten läuft hier verwirrt immer noch rum. Wäre mal schön, wenn irgendjemand hier weitermacht, ne? Sowas. Tja, wenig Medizin. Ah, Forschung, sterile Materialien. Sterile Fliesen können wir jetzt machen. Sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit Pumpe zum Entwässern brauchen wir hier nicht, ne? Auf der Karte. Mal weiter mit Bäume anpflanzen. Noch sind auf der Karte hier zwar genug, aber wird nicht mehr lange dauern. Wie kalt ist es draußen? Minus 7. Okay, das dauert also noch eine Weile, bis wir anpflanzen können. Das nämlich hier hin. Ach so, können wir noch nicht verlegen, weil. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, nicht Junghahn! Ah, von dem Luchs, okay. Wie das halt so ist, aber es ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Darum machen wir hier mal einen Cut. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns darum kümmern, dass die Leute mal Rüstung kriegen, damit sie nicht vielleicht jedes Mal Schaden kriegen, wenn sie eine Falle latschen oder wenn jemand angreift. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed und schreibt einen Kommentar und macht und tut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Stadtfilmabend. Okay, bis denn.